Ja, wir haben gewonnen. Moin, hier ist wieder Grüne Ente und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 1.16 Skywars auf dem Gommes-Server. Wir schauen mal, hier ist irgendeine Lobby schon halbwegs voll. Wir schauen hier einfach mal in die rein und dann sehen wir uns gleich, wenn das Spiel startet. Und gleich beginnt die Runde. So. Irgendwie wird mir es nicht angezeigt. Ich weiß nicht, ob es laggt oder zumindest wurde mir gerade eben der Timer nicht angezeigt. Eigentlich sollte mir angezeigt werden. Erstmal loopen wir hier wieder alles. Bisher sieht der Loot ganz gut aus. Ja, jetzt Bier mit allem Tier. Das wird hoffentlich eine gute Runde werden. So, jetzt brauchen wir Helm, haben wir auch schon. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Tierhelm. Dann sind wir eigentlich auch schon perfekt ausgerüstet. Da haben wir jetzt mal wirklich sehr viel Glück gehabt. Aber die letzten beiden Runden hatten wir auch instant alle gewonnen. Das heißt, jetzt ist der Druck natürlich ein bisschen höher, aber mit dem guten Stuff hier können wir es vielleicht schaffen, sogar jetzt schon das dritte Mal hintereinander zu gewinnen in einer Aufnahme. Wäre auf jeden Fall nice. Wir gehen mal kurz hier hoch zur Loot-Insel und hoffen wir mal, nee, hier, ich weiß gar nicht, ob dort jetzt überhaupt noch was spawnen kann. Zumindest hatte ich dort in letzter Zeit nie was gefunden oder ob das nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ist. Aber hier finden wir jetzt auf jeden Fall nochmal gute Sachen. Nur zur Info, ich bin kein PvP-Profi, also erwartet jetzt nicht zu viel. Ich gewinne zwar häufiger, allerdings macht das eher zum Spaß und nicht irgendwie, um auf Stats zu spielen. Zack, hier einmal runterjumpen. Und hier haben wir mal wieder den klassischen Fall. Jemanden, der hier nur auf Axt spielt. Haben wir auch eine Enderperle? Ja. Aber erstmal nutzen wir unser wunderbares Engelskit, weil uns jemand hinterhältig von mir runtergeschubst werden hat. Toll. So, Armbrust haben wir hier. Und dann bauen wir mal uns mal hier weiter rüber. Wir könnten auch eine Enderperle nach da vorne werfen. Ich versuch's einfach mal. Wir haben es tatsächlich sogar geschafft und mal gegen ihn hier fighten. Ups, nein, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Jetzt ganz schnell den Wasserstrom hochschwimmen. Aber hier können wir unser eigenes Wasser hin platzieren. Also alles gut. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der Typ uns nicht angreift. So haben wir eine, ja, wir haben eine Spitzhacke dabei. Perfekt. Und dann meinen wir uns immer ganz schnell rein. Und wenn wir hier jetzt schon reinschwimmen können, ja, können wir das Wasser hier auch wieder wegnehmen. Und dann bauen wir uns mal wieder nach oben. Er hört auf jeden Fall. Je nachdem, wie gut er jetzt seine Hits hier verteilt. Nein, da hat er uns. GG. Okay, das war jetzt die erste nicht so gute Runde, aber man kann auch nicht alles gewinnen. Wir gehen mal direkt in die nächste Runde hier rein und warten, dass die hier gleich startet. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wenn ich kämpfe, bin ich irgendwie immer ein bisschen angespannt und kann dann schlecht dazu was sagen. Das heißt, nicht wundern, wenn ich dann etwas leiser bin. Aber jetzt haben wir etwas bessere Ausrüstung. So, oder eigentlich keine bessere, aber halbwegs gute Ausrüstung. Eine Axt wäre noch schön gewesen, haben wir hier leider nicht dabei. Aber wir gehen jetzt erstmal rüber zur Loot-Insel und hoffentlich ist dort im Gegensatz zu der anderen Map jetzt mal was. Hier am Wurzfarth Bridge, oder ich weiß gar nicht, wie heißt eigentlich die Bauart. Ist das One-Stacking oder ist das, also dieses diagonale, schräge Hochbauen? Ich habe keine Ahnung, aber ich muss ja auch nicht den Namen wissen, nur damit ich mich schnell fortbewegen kann. Und gehen wir mal nach da drüben, schauen, ob dort jemand schon gelootet hat, beziehungsweise der Typ. Da steht sogar noch einer. Schnell Schild ausrüsten. Und dann folgen wir dem Typen mal. Bisher verteilen wir ihm sehr gute Hits. Ich weiß nur nicht, warum der noch lebt. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Nein, ich bin... Hä? Wie hat der mich noch bekommen? Hä? Ja, gar keinen Sinn. Der hat sich nur einmal... Ach so, wahrscheinlich wegen dem Goldapfel. Da habe ich mal schlecht gespielt. Okay, noch eine Runde machen wir. Hoffentlich wird das jetzt eine bessere Runde. Jetzt habe ich... Ich weiß nicht, ob ich Pech oder Glück habe. Das ist jetzt die Frage. Vielleicht hatte ich in anderen Folgen einfach Glück.
und jetzt einfach Pech. Ich hoffe einfach mal, dass wir vielleicht ein Kill in dieser Runde machen oder an dem heutigen Tag machen. Allerdings, letztes Mal hatte ich mich auch eine Runde lang aufgewärmt. Daran wird vermutlich liegen, dass ich jetzt nicht ganz so super gut spiele. Außerdem bin ich gerade eben erst an den PC gegangen. Das heißt, meine Hände sind auch noch nicht so aufgewärmt. So, dann bauen wir uns mal ganz schnell hier rüber. Mit der wunderbaren Bautechnik, wo ich nicht weiß, wie die heißt. Und können uns hier dann auch mal kurz Inventar sortieren. So, Schild ausrüsten. Und dann bauen wir uns mal nach da drüben. Hoffen, dass dort noch keiner war. So, hier unten ist er. Nice, den haben wir. Perfekt. Schnell was essen, bevor hier gleich schon der nächste Gegner kommt. Auch direkt schon ein paar bessere Rüstungsteile, das ist super. Hier ist auch noch ein bisschen super. Dann haben wir jetzt auch immerhin schon mal den ersten Kill diese Runde. Und was auch gut ist, wir haben eine Rakete, allerdings keine Elytra. Keine Ahnung, woher der dann die Rakete hat. Und hier hat er auch noch ein paar Sachen liegen gelassen. Hui, hier hat er einige Sachen liegen gelassen. Das nehmen wir alles gerne mal mit. So, und bauen uns mal weiter. Nein. Das ist super fast gebridged oder wie auch immer die Bautechnik heißt. Wir droppen einfach mal eine Enderperle und versuchen, dass wir in die Mitte kommen. Nein, Block. Ich will hier raus. Okay, ich bin draußen. Puh, das war knapp. Da wäre ich beinahe jetzt gestorben. Und mal schauen, haben wir hier ein paar Sachen. Oh ja, lecker schmecker Schuhe. Und hier drüben haben wir auch noch mal ein paar Sachen, aber nichts groß Wertvolles oder Gutes. Perfekter Water Energy. Und oh, hier haben wir sogar jetzt erstes Netherite Rüstung. So, haben wir hier drüben noch irgendwas Gutes. Oh ja, nochmal Heilungstrank, Netherite Axt. Ich glaube, jetzt sind wir relativ gut ausgerüstet. Durchschusspfeile, die sind auch praktisch. Und Durchschuss 1 auch gut. Ich nehme mal die hier in die Offhand. Ups, die ist dann wahrscheinlich ziemlich gut, wenn wir gegen Leute spielen, die viel Schild nutzen. Dann können wir dort einfach kurz rüber wechseln und das Schild durchschießen. Haben wir noch irgendwas, was wir wegwerfen können? Eisen brauche ich eigentlich nicht groß. Und dann bauen wir uns mal hier schnell runter. Und hier ist irgendwie niemand, der mit mir kämpfen will. Schade. Hallo, hallo. So, es leben auch noch zwei Spieler. Vielleicht gewinnen wir doch noch eine Folge heute. Wenn wir den dort vorne schnell... Okay, der ist gut. Ich werfe einmal vor. Weil wir verteilen auch ein paar gute Hits. Er verteilt uns verhältnismäßig weniger als wir ihn gerade. Gerade ein bisschen angespannt. Ja, wir haben gewonnen! Ja moin! Eine Runde noch gewonnen, der heute hat mir auf jeden Fall gefallen. Falls es euch auch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder. Kleine Info, die Folge hier ist vorproduziert. Und dann sehen wir uns morgen wieder, hatte ich schon gesagt. Ciao, ciao!